Nice, wenn ich das jetzt hier einsetze. Genau, versucht doch noch ein bisschen mehr. Geil. Okay, und jetzt... macht mich krank. Okay. Uns muss es ein paar Burger bringen. Konzentrier dich auf Wärme. Hörst du, ihr Vollidioten? Da hinten lang? Ich krieg nur Schub, wenn ich den Greifhaken auf größere Distanz einsetze. Das Letzte, was ihr gebrauchen kann, ist ein selbsternannter Superheld, der sein Genesungsprozess stört. Da okay. Kommt dann ihr Spinner ins Spiel. Ihr müsst das Stahlwerk bewachen. Beschützt es mit eurem Leben. Denn wenn ihr versagt, ist euer Leben ohnehin nicht mehr wert. Habt ihr kapiert? Gut. Zum Henker sollen wir da reinkommen. Es muss einen Weg geben. Was würde Batman tun? Sehe ich wie Batman aus? Nein, vielleicht? Ich meine, er würde reinkommen. Was glaubst du, wie? Er würde sein Greifdings benutzen. Vermutlich käme er dann durch den Hauptturm rein. Klasse. Hast du so eins? Okay, nur damit das klar ist. Der einzige Weg da rein führt durch die Hauptkühltunnel. Vermutlich. Ich krieg nur Schub, wenn ich den Greifhaken auf größere Distanz einsetze. Ja, wir könnten ein Boot bauen. Und das Gas? Gasmasken? Nochmal zum Mitschreiben. Ihr Genies haltet es also für die beste Idee, ein Boot zu bauen und mit Gasmasken vom Gesicht durch einen kochenden Ozean zu schippern? Ja, so machen wir's. Okay, bin gerade mega konzentriert, weil ich keinen Plan habe, wo ich hier genau hin soll. Alfred, ich muss irgendwie in das Sionis-Stahlwerk reinkommen. Wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Wenn alle anderen Zugänge versperrt sind, wäre der einzige Zugang... Nein, das ist Selbstmord. Der Hauptschornstein? Okay, also dann. Alter. In der Höhle des Löwen. Alter Schädel. Rutschen werden das Laufen. So. Wie so ein Rutschen werden das Laufen. Okay. Habe ich das jetzt hier zusammen oder? Der Dampf aus diesem Ofen wird mich lebend kochen. Ich muss die Kohle irgendwie herunterkühlen. Ganz einfach. Mit dem Greifhaken. Komm, zieh, 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 zieh. Dann, wohin? Ernsthaft? Wow. Ich hab's gar nicht mehr so im Kopf, ey. Ist klar. Modus wozu? Ah ja. Puff. Alter Schild. Oh, guck mal da. Wie ist das Druckventil? Ich hoffe jetzt nur für Gutes. Ich hoffe, dass er jetzt kein Fall... Ah ja. Es...
Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Dann zack, erwischt. Ich weiß nicht, Mann. Er sieht ziemlich krank aus. Meinst du schlimmer? Hab ich euch nicht etwas Unterhaltung versprochen, Jungs? Bitte, ich hab alles versucht. Tja, hätte es nicht mehr anstrengen sollen. Die Quacksalberin hat Mr. J hängen lassen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Oh, ich glaube, das können wir noch besser. Komm raus, Mr. Elbow. Hilf mir! Halt! Planänderung. Bringt sie in die Schmelzkammer. Mr. J will, dass sie ruhig noch etwas länger leidet. Du kommst mit uns mit. Raus mit dem Rest von euch Idioten! Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Geht zum Schneemann und bringt ihn hierher zurück. Sofort! Er wird dafür bezahlen, dass er Mr. J über den Tisch gezogen hat. Holt ihn her! Geht zum Schneemann? Ist der Schneemann? Ist der Schnee... Ach so, wahrscheinlich. Der Dampf blockiert den Ausgang. Wenn ich dem Rohr folge, müsste ich eine Möglichkeit finden, ihn abzudrehen. Dem Rohr. Klang, als würde sie Priest den Krieg erklären. Ja, sie klang sauer. Was hat er mit Joker und diesem ganzen Mist zu tun? Was weiß denn ich? Seit kurzem dreht sie doch ständig durch. Joker ist vermutlich schwer krank. Ja, sieht so aus. Hätte gedacht, dass es ihn ewig gibt. Weißt du, was ich meine? Vielleicht hat es ja was mit dem ganzen Mist auf Arkham Island zu tun. Oh, du hast gesehen, was passiert ist, oder? Nur das, was man im Fernsehen sehen konnte. Er war sowas wie ein verdammtes Monster. Er war riesig. Ich dachte, der fängt jeden Moment damit an, Hubschrauber vom Himmel zu schlagen. Und kurz danach sieht er wieder völlig normal aus. Okay, Jungs. Es ist Batman! Hi. So. Das wird Kinderleistung, Missgeburt. Ja, diese Behinderten. Bam. So geil, wenn er so mit beiden gleichzeitig diese Platten machen kann. So, jetzt kommt er hier. Werft ihn auf den Boden und richtet ordentlich zu. Heute Nacht wirst du sterben. Alle ausgeschaltet. Endlich. Blöde Arschpenner. So. Was zum Teufel machst du hier? Du solltest doch tot sein. Egal. Du kommst nicht an Mr. J ran. Wir sind hier oben in Sicherheit. Kannst du ruhig da unten bleiben und verbrennen. Verbrennen? Alfred, ich habe den Joker gefunden, aber ich komme nicht ran. Ihnen fällt sicher eine Lösung ein, Sir. Ja, ganz bestimmt. Ich habe gesehen, wie eine Ärztin verschleppt wurde. Ich suche sie und kümmere mich dann um den Joker. Ja, die Ärztin folgt schon das Handlager. Okay, ich habe nicht mehr was gedrückt und es wird mir gleich angezeigt. Alles klar. Das heißt, ich muss hier durch oder dadurch? Keine Ahnung. Kann ich hier durch die Haupttür? Ja, natürlich nicht. Was ist das? Nutzen. Hör zu, wenn jemand nach Mr. J fragt, sagst du, dem geht's gut. Nein, du erzählst gar nichts. Nun, dann sag einfach, dass du nichts dazu sagst und danach schießt du ihm ins Gesicht. Okay? Okay. Du bist komisch. Die Intelligenteste zu sein. Das ist okay. Sie hat den Joker und Joker hat sie und sie ist hübsch. Ich kann auf jeden Fall die Zeit nicht hereingehen. Karte. Okay. Kann ich die auch jetzt noch nicht erreichen? Okay.
Sie haben diesen Durchgang gesichert. Ich muss eine andere Möglichkeit finden, an Jokers Männern vorbeizukommen. Es wäre Selbstmord, durch diese Tür zu gehen. Hast du Angst vor der bösen Fledermaus? Nein, Angst nicht gerade, aber... Er hat mir in der Anstalt vor 6 Monaten 3 Rippen und den Arm gebrochen. Sorg dafür, dass er dir nicht zu nahe kommt. Leichter gesagt als getan, Mann. Du hast ihn noch nie in Aktion gesehen. Wenn er kommt, zeige ich ihm, dass man sich mit mir nicht anlegen sollte. Arnie will, dass er stirbt. Und ich will Harley. Bist du verrückt? Harley? Hast du etwa vergessen, wer ihr Freund ist? So wie ich das sehe, wird bald schon die ganze Welt vergessen haben, wer ihr Freund ist. Dann fahre ich auf Harley. Oder du kriegst eine Kugel ab. Oder ihr kriegt mich ab. Fenster springen. Ah, hier ist wieder so ein Ding. Hallo? Ist das Ding an? Wie, das war schon? Was? Bin beschäftigt. Wenn du nicht aufhörst, auf diese Taste zu drücken, dann sag ich es meinem Joker und der wird so böse. Okay. Was ist für dich? Ich glaube, Batman könnte hier sein. Wenn du ihn siehst, erschieß ihn. Wenn du nicht aufhörst, auf diese Taste zu drücken, dann sag ich es meinem Joker und der okay, wird so böse. Hoch. Jetzt hoch. Lukas von der... Okay. Abgefahren. Ach, guck mal, wieder die schöne Drückanimation mit dem Fuß. Kriegen wir wieder hin. Voll und ganz. Geil. Okay, ich glaube, wir müssen hier weiter. So, die beiden haben wir erstmal ausgeschaltet. So, mal gucken, dass wir die anderen... Jetzt gucken wir uns das mal um. Was auch immer das ist. Mal dahin. Ich werde das ausschalten, yes. Geh rüber und sieh nach, wer da schreit. Er ist hier, lasst ihn nicht rein. Übernehmt die Tür. Ich hoffe, es ist ein Irgendjemand! Da oben hängt ein... Klappe, Doc! Komm, wenn hier ich rüber. Noch mehr von dir Geschrei höre, knall ich dir die Birne weg. Kapiert? Was machst du denn da oben? Hilfe! So wird das nicht. Anscheinend kommt jemand auf dich zu. Wir finden dich und legen dich um. Bitte! Ja, komm her. Halt's Maul, Miststück! Du bist mein Ticket nach draußen. Da draußen ist es still geworden. Bleib hier. Ich geh mal nachsehen. Okay, komm her, komm. Komm hier lang, komm hier lang. Das mache ich, wenn nötig, die ganze Nacht. Komm hier lang, komm hier lang, komm. Komm hier lang. Komm hier runter. Geh da nicht vor die Tür. Yes. Soll ich irgendwas holen, Doc? Vielleicht eine Schmerztablette? Sag uns, wie wir den Joker halten. Jetzt raus. Ja, habe ich ein Problem. Vorne ist er. Das ist nicht gut. Du musst mich hier rausholen. Es wird alles gut, Doktor. Ich komme zurück, wenn ich mit diesen Tieren abgerechnet habe. So. Jetzt haben wir sie. Ich dachte, er bleibt da drin und hält die als Geisel, der Idiot. Haben wir alle? Alter, das wäre ja einfach. Bitte hol mich hier raus. Hör zu, wenn jemand nach Mr. J fragt, sagst du,
gar nichts. Nun, dann sag einfach, dass du nichts dazu sagst und danach schießt du ihm ins Gesicht. Okay? Auf geht's. Sekunde. Stacy Becker. Was ist nur mit all den Leuten los? Diese Irre glaubt, dass ich Joker heilen kann. Was ist denn mit ihm? In seinem Blut ist irgendwas. Eine Art von Toxin. Es bringt ihn um. Er gibt etwas namens Titan die Schuld. Titan? Ja. Weißt du, wovon er da redet? Er spricht auch ständig von seinem letzten Lachen. Oh, Doc. Ich dachte, diese Information sei vertraulich. Was ist los? Woher weiß sie, was wir gesagt haben? Verrammelt diese Tür, Jungs. Und zwar richtig. Wir wollen doch nicht, dass uns das Ungeziefer entwischt. Wenigstens kommen sie nicht rein. Wir sind in Sicherheit, oder? Warten Sie hier, Doktor. Oh nein. Was zum Henker machst du da? Ich suche einen Weg hier raus. Jemand muss den Joker aufhalten. Was? Bleiben Sie hier. Ihnen geschieht nichts. Ganz sicher? Verstecken Sie sich, wenn Sie jemanden kommen hören. Ich komme wieder. Distanzstromladung. Wenn Stromung ab, die mittels ihrer Generator einen Elektromagneten speisen lassen, kann den Aufgegner abgehören, und um ihnen einen elektrobegrenzten, nicht tödlichen Stromschlag zuzufügen. Yes. Ich bin ins Jokers Büro ein. Okay, also, das heißt, ich soll jetzt... Nein, ich soll das jetzt hier benutzen. Diese Zusammensteuerung von den Motoren... Ah. Ah, geil. Ist ja cool. Ah. Und dann? Wir warten dann einfach darauf, dass Batman durch die Tür kommt und gehen auf ihn los? Das ist der Plan. Das ist kein Plan. Das ist Selbstmord. Er macht mir keine Angst. Die Tür ist zugeschweißt und er ist nur ein Spinner in einem Kostüm. Okay, dann stehst du ganz vorne. Wieso? Hast du Schiss? Haltet jetzt endlich mal das Maul und macht euch fertig. Batman, ihr Tier! Ah, ich hab doch gekontert, Mann. So. Das wird kinderleicht, du Mistkerl. Bam! Sieh mal, da Kombo. Einsatz, Moment, jetzt können wir nochmal gucken. Ah, das sind die Charakterbiografien. Attitude, Umgebungsanalyse. Aha. Ah, Stufenaufstieg. Schockwellenangriff, Greifhakenschub. Nee. Spezialkombo. Digga, ist was Neues. Komm, machen wir was auf Catwoman. Ja, auf jeden Fall. Dass sie auch was davon hat. Was? Protokoll nein. 10 tritt in 9 Stunden in Kraft. Zu nah zum Feuern. Ich würde zerquetscht. Okay, okay. Verstanden. Machen wir hier mal auf. Schauen mal. Komm schon. Komm schon auf. Oh. So. 9 Stunden. Ah, oh, geil. Die Riddler-Trophäe, also wieder. Ja, echter Spaß, ey. Totaler Zusammenbruch. Aber wie schön, dass Batman gleich reagiert von, ja, ich werde zerquetscht. Das ist jetzt so für Nutzer. Ich sterbe. Sonst keiner. Aber ich sterbe. Wo muss er denn überhaupt hier lang? Ich kann das noch nicht hacken, ne? Okay. Gehen wir hier rein. Hoffen wir, dass wir zwei Joker treffen. Wie bist
bist du aus der Schmelzkammer rausgekommen, Batman? Yes. Oh, das kommen wir da. So. Oh. Was ist los mit dir, B-Man? Du kommst einfach so in Mr. J's zu Hause und machst alles kaputt. Weißt du denn nicht, dass er... Überraschung, B-Man. Darf ich vorstellen? Mr. Hammer. Er wird dir Manieren beibringen. Oh, warte, nur ein Arm. Du stirbst hier, kleine Flintmaus. Alter, der hat dir einfach mit dem Hammer umgehauen. Und? Kommt ihn auf den Boden und lächelt ordentlich zu. Du hast jeden Schlag, den du hast, verdient, Batman. Heute Nacht wirst du sterben! Alter, okay, das wird Schlange in deinem Tappen. Hast du den Schmerz geboren? Ich werde dich begraben! Halt still, wenn ich dein Gesicht in den Dreck stoße! Alter, ist Glück oder Unglück? Ah, was ein Typ, ey. Doch! Komm zurück zu euch. Wieso? 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 Geh mir sofort aus dem Weg, Quinn. Lass uns in Ruhe, Batman. Geh, lass mich mit ihm allein. Ich hab gesagt, aus dem Weg. Das ist alles deine Schuld. Seit Jahren stellst du ihm nach, schlägst ihn zum Brei und für was? Wieso bist du so gemein? Überraschung! Du bist auf den alten, kranken Jokerwitz reingefallen, Batman. Nächster Schlagmann.